Eine einzelne Parklücke in Hongkong wurde für sagenhafte 1,2 Millionen Euro verkauft. Der Handel hat den Weltrekord für den teuersten Parkplatz der Welt gebrochen. Der Platz gehört zu einer luxuriösen Wohnanlage namens The Peak. Dort stehen einige der teuersten Häuser Asiens. Eines dieser Häuser war im Mai für einen unglaublichen Mietpreis von 186.000 Euro pro Monat ausgebucht. Schnell hochgerechnet macht das 2,2 Millionen Euro pro Jahr. Zur Miete, man besitzt es also nicht mal. Die History Supreme bricht sowohl den Rekord für die teuerste als auch die größte Yacht der Welt. Sie besteht aus solidem Gold und ist 30 Meter lang. Die Yacht prahlt mit einer Statue aus T-Rex-Knochen, einer Wand aus Meteoritengestein in der Master Suite, einem 24 Karat Gold-Panorama-Aquarium. Sind das Goldfische? Und einem seltenen 18,5 Karat Diamanten an Bord. Der Bau kostete alles in allem 4,3 Milliarden Euro. Ein Rennpferd namens Fuzaichi Pegasus wurde einst für 60 Millionen Dollar verkauft. Das entspricht heute etwa 80 Millionen Euro. Der Hengst war sehr gefragt, nachdem er 2000 das Kentucky Derby gewonnen hat. 2012 wurde ein Legostein aus 14 Karat Gold für 11.000 Euro verkauft. Dabei war er nie für den Verkauf vorgesehen. Das Unternehmen verschenkte die Steine an langjährige Mitarbeiter. Der Koh-i-Noor-Diamant ist der wertvollste der Welt und wortwörtlich unverkäuflich. Der 109-Karat-Diamant wiegt weniger als 28 Gramm und ist der Hauptdiamant der britischen Kronjuwelen. Ein einziger Taco in Los Cabos, Mexiko, kann dich mal eben 22.000 Euro kosten. Zubereitet von einem Michelin-Sternekoch enthält er Zutaten wie Beluga-Kaviar, Kobe-Rindfleisch und eine Tortilla mit 24 Karat Blattgold. Willst du den wirklich essen? Ich würde ihn aufhängen. Mit 133.000 Euro pro Nacht ist das Lover's Deep Luxury Submarine Hotel das teuerste Hotel der Welt. Es befindet sich in einem Korallenriff vor der Küste von St. Lucia und ist nur mit einem U-Boot zu erreichen. Für das Geld bekommst du einen eigenen Kapitän, Privatkoch und Butler sowie andere wertvolle Beigaben. Meerjungfrauen kosten extra. Im November 2016 stellte Ripley's Believe It or Not einen neuen Guinness-Weltrekord für das teuerste auf einer Auktion verkaufte Kleid auf. Es handelte sich um das Kleid, das Marilyn Monroe bei ihrem Ständchen zum 45. Geburtstag des US-Präsidenten J.F. Kennedy trug. Das Jean-Louis-Kleid mit 2.500 Kristallen und 6.000 von Hand angenähten Strasssteinen wurde für über 444.000 Euro gekauft. Na, auf der Suche nach einem schicken Flitzer? Wie wäre es mit dem Ferrari 250 GTO? Bei einem Privatkauf brachte er dem deutschen Rennfahrer Christian Gläsel 62 Millionen Euro ein. Das kostbare Stück Motorsportgeschichte gewann unter anderem 1964 die Tour de France und hatte nie einen Unfall. Eine Frau flog einst von Italien nach Großbritannien, um 14.500 Euro für einen Haarschnitt auszugeben. Im Preis inbegriffen waren eine Limousine zum Flughafen, eine Kopfmassage, personalisierte Haarprodukte, oh, und ein Mittagessen. 2019 zahlte ein japanischer Sushi-Koch rekordverdächtige 2,75 Millionen Euro für einen Blauflossentunfisch. Der 278 Kilogramm schwere Fisch wurde auf einem Fischmarkt in Tokio verkauft. Die von chinesischen Agrarwissenschaftlern entwickelte Shenzhen Nongke-Orchidee sorgte 2005 für Schlagzeilen. Sie zu züchten dauerte 8 Jahre und die Blume blüht nur alle 4 bis 5 Jahre. Sie wurde zur teuersten je verkauften Blume, als jemand 257.000 Euro für sie ausgab. Der gefeierte Musiker Peter Schiedloff besaß eine von 10 noch heute intakten Stradivarius. Sie wurde 2014 versteigert. Das Mindestgebot betrug 40 Millionen Euro. Da es keinen bestätigten Käufer gab, scheint das teuerste Instrument der Welt noch zu haben zu sein. Der teuerste Teddybär ist ein steif Louis Vuitton-Teddy. 2000 wurde einer für unglaubliche 162.000 Euro verkauft. Ein Gemälde von Leonardo da Vinci sorgte für Aufregung, als es für über 400 Millionen Euro versteigert wurde. Den Zuschlag auf das Kunstwerk namens Salvator Mundi bekam schließlich der Kronprinz von Saudi-Arabien. Experten sind sich dabei gar nicht sicher, ob es wirklich das Original oder nur eine Kopie des verschollenen Werkes ist. Das teuerste je gebaute Haus der Welt gehört dem Magnaten Mukesh Ambani.
Der reichste Mann Indiens baute sein 37.000 Quadratmeter Eigenheim 2012 in Mumbai. Es hat 27 Etagen und ist 19,8 Milliarden Euro wert. Es umfasst unter anderem ein Schwimmbad, eine Garage für 168 Autos, ein Kino mit 50 Plätzen, drei Helikopterlandeplätzen, einen Ballsaal, ein zweigeschossiges Erholungszentrum und einen Dachgarten. Ein Osterei kostet sagenhafte 7,5 Millionen Euro. Seine Schale ist mit über 1000 Diamanten besetzt. Im Inneren befindet sich eine 18 Karat Goldkugel mit einer Kristalltaube auf einem goldenen Olivenzweig. Das wertvollste Brettspiel ist ein exklusives Monopoly. Das Spielbrett ist mit 23 Karat Gold, Rubinen und Saphiren verziert. Die Würfel allein enthalten 42 Diamanten. Es kostet schlappe 178.000 Euro. Im italienischen Salerno kann eine Pizza bis zu 11.000 Euro kosten. Die Zubereitung der Louis XIII. Pizza dauert ganze 72 Stunden. Wenn du sie bestellst, kommen ein Pizzameister, ein Sommelier und ein exklusives Limited Edition Geschirr zu dir nach Hause. Black Ivory Kaffee kostet gerne mal 1.300 Euro pro Pfund, aber der Herstellungsprozess könnte dich abschrecken. Die Bohnen gehen einmal durch den Verdauungstrakt eines Elefanten. Die Magensäure des Dickhäuters spaltet die Kaffeeproteine und sorgt für den einzigartigen Geschmack. Törö. Brauchst du noch eine Tasse, um deinen Kaffee zu genießen? Die protzigste Kaffeetasse der Welt stammt von Nestlé und wurde aus 23 Karat Gold hergestellt. Sie kostet dich 29.000 Euro. Das Interstate Highway System der USA ist das teuerste Verkehrsprojekt aller Zeiten. Der Bau dauerte 46 Jahre und verursachte Kosten in Höhe von 444 Milliarden Euro. Aber die Investition hat sich gelohnt. Das System wirft pro eingesetztem Dollar 6 Dollar an ökonomischer Produktivität ab. 2019 brach die Patek Philippe Armbanduhr alle Rekorde, als sie für 28 Millionen Euro versteigert wurde. Dieses Unikat wurde einzig für eine spezielle Wohltätigkeitsauktion hergestellt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Billionaire Couture Regenschirm der teuerste Schirm der Welt. Er besteht aus wasserdichtem Krokodilleder und kostet unglaubliche 44.000 Euro. 3,1 Millionen Euro. So viel kostet das berühmteste Hochzeitskleid der Welt. Das Kleid samt fließendem Umhangs- und Herz-Hals-Ausschnitt wurde von Sarah Burton für die berühmteste Tennisspielerin unserer Zeit designt. Die Yubari-Melone erreicht Preise von bis zu 12.000 Euro, und zwar pro Stück. Sie wächst nur in einer Region und zeichnet sich durch eine einzigartige Süße aus. Hawaii ist in Bezug auf Lebenskosten der teuerste Bundesstaat der USA. Hauptgrund dafür ist, dass er mitten im Pazifik liegt und so ziemlich alle materiellen Güter vom Festland rangeschafft werden müssen. Die teuerste Sammelkarte der Welt ist die 1952 Topps Mickey Mantle Karte. Mantle war von 1951 bis 1968 Centerfielder und First Baseman bei den New York Yankees. Er wurde dreimal zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt. Angeblich sind nur drei dieser Sammelkarten im Umlauf. Rob Goth kaufte im November 2020 eine dieser Karten für unfassbare 4,6 Millionen Euro. Kommen wir nun aber zur teuersten Hunderasse der Welt. Der Samoyede stammt aus Sibirien und ist für seine anhängliche Art bekannt. Sie kosten zwischen 530 und 2700 Euro. Ein Hedgefondsmanager tätigte den teuersten je in Amerika registrierten Wohnungskauf. Die Wohnung befindet sich am Central Park in Manhattan, New York. Der Mann kaufte die oberen vier Etagen eines Gebäudes für umgerechnet 211 Millionen Euro. Der Wohnraum war unmöbliert. Kosten für Möbel, Deko und Einbauten kommen also noch obendrauf. Derselbe Mann hält den Rekord für den Kauf der teuersten Wohnungen in New York, Florida und Illinois. Das teuerste Motorrad der Welt ist die Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Das Anfangsangebot bei der Auktion betrug 98.000 Euro, aber da Neiman Marcus eine Luxuskaufhauskette ist und die Presse für viel Aufsehen sorgte, wurde es für 10 Millionen Euro verkauft. Das teuerste Fleckchen Erde befindet sich in China am Murray Road 2 in Hongkongs Central Business District. Das Grundstück wurde im Mai 2017 für utopische 2,7 Milliarden Euro verkauft. Es misst gerade mal 2.900 Quadratmeter.
Das ergibt einen Quadratmeterpreis von 900.000 Euro. Zaha Hadid Architects will dort einen 36-stöckigen Wolkenkratzer errichten. Ganz schön teures Pflaster.